Hallo und herzlich willkommen zurück zu Psychostasis, dem Spiel, wo wir von einer Verrückten mit einer Machete verfolgt werden. Gut, wir haben in der letzten Folge erfahren. Was passiert hier? Das ist doch nicht, wer ich denke, dass es ist, oder? Bitte. Bitte nicht. Bitte. Also wir haben in der letzten Folge erfahren, bitte nicht, dass wir unter Drogen gesetzt worden sind. Oh, bitte lass das nicht die Olle sein, bitte. Ich kenne mich hier noch nicht mal aus. Ich möchte hier raus. Ich kann raus. Cool. Können wir wegfahren, bitte. Okay. Wir müssen jetzt leider durch. Also diese Eva, ne? Ich wollte gerade sagen, ich hätte da niemals reingehen dürfen. Das Ding ist offen. Wieso laufe ich raus? Uff. Geh doch da rein! Kommt sie noch? Sie kommt noch, sie kommt noch, sie kommt noch. Hier rein, da rein, da rein. Bitte komm nicht hinterher. Mein Leben. Ich habe gerade noch gesehen, dass diese Klotür ist ja offen. Und da bin ich schon reingelaufen und habe dann gesehen, fuck, geh da besser nicht rein. Ah, nee. Nee, die Olle ist so penetrant. Boah. Boah, die ist hier doch schon wieder irgendwo, da. Die hockt da einfach in der Ecke. Wieder eine chemikalische Komponente ist das gleiche. Einfach dran vorbei. Die ist gar nicht da. Oh, ist sie. Oh. Ich kann die Olle nicht ab, wirklich nicht. Oh. Ich finde es so schrecklich, in Spielen verfolgt zu werden, ohne Scheiß. Drogenschlüssel bekommen. Wo ist die Olle? Wo ist sie? Wo ist sie? Oh, das macht mich echt kirre. Wirklich, ich hasse das. Ich möchte auch nicht rein. Hä? Hä, das sieht ja aus wie unten. So, hier waren wir gerade richtig. Da waren wir. Schnell wieder raus. Ich möchte da nicht rein. Hier ist nichts. Schnell wieder weg. Gut, es ist ziemlich gleich bis auf das... Okay, das Schloss ist kaputt. Es wird sich nicht öffnen lassen. Ach, die Olle ist doch hier locker irgendwo. Beginning Level Social Studies. Level Reading Comprehension. Reading Comprehension, also Lesefähigkeiten. Immer noch, immer noch. Ich habe echt keinen Bock auf die Olle. Ich wiederhole mich hier gerade total häufig. Aber das hat auch guten Grund. Die Olle ist ekelhaft. Und am Anfang mochte ich sie noch. Arithmetisch. Und hier geht es auch sowieso gar nicht raus. Können wir das nicht lesen? Nee. Oh nee, ich komme hier doch gar nicht weg. Bist du doof, Spiel? Erstmal beide. Nee, wir sind tot. Okay. Oh. Es waren 5 Minuten.
Und ich habe keine Ahnung, was wir jetzt aufgesammelt haben und alles. Ja, jetzt ist sie wieder hier, ja. Und das Schlimme ist ja, ich kann mich ja nicht mal vorbereiten, weil die kommt ja zufällig, die Olle. Oh, ist das ätzend. Da gab es, glaube ich, auch nichts drinne, was wir uns holen müssten, nur. Und ich glaube, sie steht da immer noch, perfekt. Es gibt einige Treffen, die sind halt vorprogrammiert. Und einige sind es halt nicht. Habe ich mir sagen lassen. Wie viel Leben haben wir? 14. War hier was drinne? Hier war was drinne, ne? Hä? Ach so, Einrastfunktion. Sie ist jedenfalls nicht hier drinne. Puh. Ach, die steht hier irgendwo. Irgendwo ist sie. Da steht sie. Gut, das lesen wir jetzt nicht nochmal alles, sondern nehmen uns einfach nur die Komponente mit. Oh, ich habe Angst, aufs Jungsklo zu gehen. Wir könnten hier speichern. Und hier liegt was. Chemische Komponente. Wir speichern noch nicht. Auf keinen Fall. Hier scheint sie nicht. Also gleich kommt wieder die Einrastfunktion. Hier ist sie nicht. Jetzt ist sie da. Die soll mal weggehen. Sie ist weg. Wobei, wenn wir schon hier sind, können wir jetzt auch direkt in den Drogenraum reingehen. Ich höre sie nicht atmen, sie ist nicht hier. Und merken uns einfach, dass wir oben speichern können. Verschiedene Flaschen von Medikationen, also Medizin, nichts Nützliches. Ja, ich gucke mir das jetzt auch alles fix durch. Könnte wichtig sein. Bevor ich mir das in der Mitte aufhebe und sie dann 100 pro kommt. Eine Notiz. Test Results from Compound. Also Testergebnisse. Ashley Steiner, dritte Klasse. Gehirnreaktion positiv. Effekte, hohes Fieber, Nausea weiß ich nicht und Vomiting ist Erbrechen. Sebastian Gorders, zweite Klasse. Gehirnreaktion positiv. Effekte, Depressionen und Selbstmordgefährdung. Der ist zweite Klasse, Mann. Amy Voller, vierte Klasse. Gehirnreaktion negativ. Effekte, keine. Notiz, vielleicht, also Familiengeschichte von Gehirntumoren. Vielleicht damit zusammenhängend. Olivia Stone, erste Klasse. Gehirnreaktion negativ. Effekte keine. Notiz. Isabella ist meinen Aktivitäten gegenüber sehr, ja, suspicious. So. Was macht die da so? Wisst ihr? Genug. Ich muss nicht weiterlesen. Mom, Dad. Was für eine Art kranker Monster seid ihr überhaupt? Experimente an Kindern. Wofür? Ich wusste es so sehr. Du. Bitte. Wieso folgst du mir? Was ist dein Problem? Ich will nicht. Bleib weg zur Hölle von mir, verstanden? Ich habe keine Ahnung, was dein Problem ist, aber ich bin nicht Teil davon. No, nein, ich will nicht, dass du. Ich will nicht, dass du mir wieder wehtust. Was? Du bist doch hinter mir her. Nein, 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 nein! Sie will mich, dass ich Rache ausübe. Was? Sie? Von wem redest du?
Ich will niemanden verletzen. Jetzt geh doch nicht noch hin. Wer bist du? Ich bin Eva Bellside. Jetzt ist sie weg. Eva Bellside? Du bist meine Schwester? Meine Oma, bitte, Oma. Ein Schlüssel. Hat Eva den hier gelassen? Warte. Ich habe doch gesehen, wie sie diesen Schlüssel im Haus verwendet hat. Vielleicht. Ach, der Lion Key. Ich fahre jetzt auch sicherlich sehr gerne wieder zurück ins Haus. Top Idee, top. Aber jetzt speichern wir erstmal. Darum. Spiel. Ja, sie hat uns getroffen. Nein, ich heile. Wir haben nichts zum Heilen. Oh mein Gott. Ich dachte, wir hätten noch was. Bitte lass mich in Ruhe aufs Jungsklo. Lass mich dahin. Nee, sie folgt uns. Verarschen? Verarschen? Alter, nee. Nee. Also wehe, wir sterben jetzt. Wehe. Runter. Ich glaube, wir müssen weg hier. Müssen wir nicht. Ey, wehe. Ich speichere hier jetzt einfach. Auch wenn wir, glaube ich, jetzt nur einen einzigen Lebenspunkt haben. Ne, vier. Ich hasse diese Olle. Oh, und hier ist alles so eng. Das ist, oh, so ein penetrantes Miststück. I'm done hier. Bin ich das? Ich habe alles gesehen. Ja, wir gehen weg. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele Enden das Spiel hat. Ich bin der Meinung, ich habe gelesen, es hat mehrere. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe so einige Spiele heute gedownloadet und da ist das alles ein bisschen, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt alles, was ich über meine Eltern wissen muss. Sie sind Abschaum. Und Eva, meine Schwester, eigentlich Oma, leidet wegen ihnen. Aber wo stecke ich in dieser Geschichte? Wenn Eva meine Schwester eigentlich Oma ist, wie habe ich es geschafft zu entkommen und sie nicht? Ich muss zurück in das Haus. Vielleicht werde ich dort endlich Antworten finden. Wirst du eh nicht, lass das. Jetzt verstehe ich auch, warum es hier alles so rar ist. Heil-Items, Speicherpunkte. Ich weiß nur nicht, wo der Schlüssel hin sollte, ehrlich gesagt. Diesen Kamin können wir da nicht rein. Es wurde erst benutzt. Ich weiß nicht mehr, wo dieser Löwenkopf war. Wo wir den hinbringen mussten. Wo sind wir? Wir sind auf jeden Fall richtig. Ich weiß, es ist irgendwo unten rechts. Sag ich ja. Es geht runter. Ja. Ist das eklig. Oh, die Geräusche. I. Ich möchte hier nicht rein. Ich dachte gerade, die Olle steht hier schon wieder. Hier ist ein Skelett in dieser Kapsel. Auch ein Skelett. Der Nacken wurde in zwei gespalten. Hier ist etwas auf dem Bildschirm. Error. Nur 42% Bewusstsein transferiert. Ein Notfallabbruch.
oder so. Okay. Also wenn sie. Hier merke ich mir, hier links kann man gut hin und her rennen. Das würde gehen. Aber ein Treffer und wir sind tot. Diesen Spiegel benutzen wir. Auch wenn er mich sehr gerne heilen würde. Hier ist eine Spritze oder sowas verbunden mit einer Tube in der Maschine. Und hier wird auf jeden Fall dieser Dual-Phage, diese Bakterie kreiert. Der Bildschirm besagt, bitte ID präsentieren. Was sollen wir jetzt machen? Hier ist doch nichts weiter. Wir können hier doch gar nichts weiter machen. Weiß ja nicht, was das Spiel jetzt von uns möchte. Ach, man kann hier quasi straight hochrennen. Ich würde sagen, wir gucken uns oben noch um. Da waren ja noch Räume, die wir noch gar nicht untersucht haben. Und wir hoffen einfach, dass Eva nicht hier ist. Atme die hier. Ach, da war ich doch schon fünfmal drinne. Ich möchte hier den Lion Key auch nochmal benutzt. Das heißt, wir sollten zuerst hier hin. Oder so. Wissenschaftsbücher, ich verstehe nicht viel davon. Das sieht aus wie ein Bericht. Könnte das Dad sein? Der 2. August 1999. Ich wollte sehen, wie die Dual Phage in dem Hypothalamus reagiert. Der Hypothalamus ist, glaube ich, hier hinten am Gehirn. So ein, ich glaube, das war für die Drüsen oder sowas. Also habe ich die Test-Dual-Phage in Kyles Gehirn injiziert. Unerwarteterweise wurde Kyle sehr viel gewalttätiger als normalerweise. Achso, der Hypothalamus ist es, der die Emotionen wie Wut und Exhilaration unter Kontrolle hat. So, also war das Ergebnis zwar zu erwarten, aber nicht in diesem Ausmaß. Es scheint, als wäre die Dual Page noch weit weg von der von dem Erfolg halt. Naja, die Effekte werden sowieso in 3 Tagen abklingen. Also werde ich eine andere Mixtur von Chemikalien ausprobieren, sobald Kyles Gehirn wieder normal reagiert. Der 3. August 1999. Es war ein weiterer Unfall heute. Lila ist draußen rumgelaufen und hat Kyle erwischt, wie er Evas Face mit einem Stein geschlagen hat. Oh, ist das. Oh. Also nachdem die Mutter die beiden getrennt hat und gefragt hat, was da überhaupt los war, antwortete Kyle, dass Eva ihn einfach nicht in Ruhe lassen würde und einfach nicht gehen würde. Und Eva war zu verletzt, um zu antworten. Diese Attacken kommen öfter und öfter vor. Ich muss mir eine Lösung überlegen, damit Kyle nicht aus Versehen Eva tötet. Wenn nur irgendetwas zu diesen Kindern zustößt, wird der gesamte Plan ruiniert sein. Der 8. August 1999. Er ist weggerannt. Kyle konnte nirgends in der Nacht gefunden werden, nach dieser letzten Gewaltepisode. Noch schlimmer, die Polizei fragt uns nun Fragen über uns. Ist Kyle zu ihnen gegangen? Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert. Nicht, wo wir schon so nah dran sind. Ich werde alle Ressourcen, die verfügbar sind, die und mir zur Verfügung stehen, benutzen, um ihn
um ihn niederzujagen. Aber zuerst müssen wir weiter mit dieser Integration fortfahren. Und Eva wird derzeit getestet oder sowas im Moment für diese Dual Phage Injection. Und heute Nacht werden wir Lailas Bewusstsein in Eva hinein transferieren. Die Polizei wird sie niemals finden, sobald dieser Transfer komplett ist. Und dann, selbst wenn sie mich ins Gefängnis stecken, ich weiß, dass Laila weiterleben wird durch unsere Tochter. Ui. Was zur... Ja? Oh, nee. Eva. Du erinnerst dich jetzt, nicht wahr? Ich wusste nicht, was mit dir passieren würde. Du hast niemals über diese Sessions geredet, die du mit Vater hattest. Was ich wusste, war, nachdem die fertig waren, kamst du mit einer sehr gewaltvollen Stimmung heraus. Und immer wenn ich etwas gesagt habe oder gesagt hätte, hättest du mich verletzt. Eva, ich... In der Nacht, in der du gegangen bist, sagtest du... Du sagtest, du würdest für mich zurückkehren. Ich habe auf dich gewartet, dass du zurückkehrst. Selbst nachdem sie mich in das Labor gebracht haben. Selbst nachdem sie mir die Dual Phage injiziert haben. Selbst nachdem sie mich in diese Kapsel gesteckt haben. Wieso hast du mich angelogen? Ich wollte alles vergessen. Als ich endlich weg war, war das Einzige, woran ich denken konnte, meine eigene Sicherheit. Ich habe mich um nichts anderes weiteres mehr gesorgt. Selbst dich nicht mehr. Das nächste, an das ich mich erinnere, war, dass ich in einem regulären Zuhause war. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wer ich war oder wie mein Name war. Also habe ich angenommen, ich würde dort mit meinen Eltern leben. Bis jetzt. Puh, lass mich dir helfen. Ich werde rausfinden, wie man diese andere Seite von dir aufhalten kann. Es ist schließlich meine Schuld, dass du so geendet bist. Also bin ich auch derjenige, der dich aus diesem Schlamassel befreien wird. Puh, ich erinnere mich jetzt, wo ich diese Sessions hatte. In einem kleinen Labor im Keller. Wenn ich die Computer dort unten benutzen kann, soll ich in der Lage sein, etwas zu machen. Die haben wir ja gerade gesehen, die Laboratorien. Eva, tu es nicht. Mach kein Versprechen, was du nicht halten kannst. Lass meine Hoffnung nicht aufsteigen, nur damit du dann wieder wegrennst. Geh schlafen, Eva. Wenn du aufwachst, wird das alles vorbei sein. Ich verspreche es. Sie kommt so nah, sie hat locker. Sie sticht uns gleich locker ab. Was gibst du mir? Ich habe es jetzt schon so lange probiert, aber sie hat mich immer aufgehalten. Vielleicht kannst du es ja machen. Ich verstehe. Du musst nicht so viel länger warten, Eva. Ich werde dich hier rausbringen. Was ist hier so? Da waren wir immer noch nicht. Doch hier waren wir. Jetzt sollte sie uns ja eigentlich nicht mehr, hier geht's nicht auf, nicht mehr verfolgen. Hoffe ich. War das hier? Ja, ne? Gut, vielleicht hätte ich doch noch nicht speichern sollen, weil das halt alles ziemlich lange geht. Aber das wusste ich ja nicht. Ich kannte nur diesen Ort hier mit dem Lion. Emblem da. Zack. Die ID musste nach rechts, das weiß ich. Und ich dachte gerade, war ein Schatten, oh mein Gott. Swipe via ID-Card. Was werden wir tun? Dual Phage Countermeasures. Einfach mal lesen. Also Dr. Bells halt Notizen. Auf Lailas Wunsch hin habe ich mit der Untersuchung von verschiedenen Methoden
angefangen, wie man diese Dual-Phase-Effekte unterbinden kann. Nicht, damit wir die Effekte aufheben können, nachdem wir schon angefangen haben. Sondern wir brauchen etwas, um herauszufinden, so quasi Gegenmaßnahmen, falls wir uns beschützen müssen vor dieser Dual-Phase. Nach einer aufwendigen Untersuchung denke ich, habe ich das, was wir brauchen gegen die Dual-Phase. Einmal initiiert werden diese Countermeasure, also diese Gegenpartikel, sage ich mal. Das Ziel von den Phages befreien, indem die Phages halt die in dem Gehirn sind, zerstört werden. Und dieses Gegenmittel heißt Dual Phage Omega. Ah, aber da ist auch ein Haken. Die Dual Phage Omega muss in den Host, in den Wirt injiziert werden innerhalb eines Monats nach der eigentlichen Infektion. Weil das Gehirn da noch nicht vollkommen weg ist, sozusagen. Also etwas länger und die Phages werden sich zu weit ins Gehirn eingefressen haben. Und Dual Phage Omegas Einfluss würde dann zu stark sein und das Gehirn nicht unbeschädigt lassen. Ah, das bedeutet, das Gehirn wird, ja, ich weiß nicht, wie man das sagt, so quasi verbluten oder sowas. Und damit würde halt der Wirt automatisch sterben. Wie auch immer, es gibt einen weiteren Weg. Wenn man die Dual Phage Omega mit 4 Millilitern einer speziellen Chemikalie modifiziert, dann wird es die Effekte der Phage einschränken. Und ich nenne dieses neue Rezept halt Dual Phage Alpha. Und dieses Rezept wird die originale Dual Phage so weit schwächen, zu dem Punkt, dass sie nutzlos ist. Aber auch hier ist wieder ein Haken. Also, wenn man die Dual Phage Alpha in das Wirtsgehirn wieder einspritzt, also nach dieser Ein-Monats-Periode, dann wird es zwar die Phages töten, aber wird auch am Leben lassen, aber oder das Bewusstsein transferred into the house will be ejected. Also der originale Bewusstseinszustand der einen Person wird halt wiederhergestellt, aber das hat einen hohen Kostenstandard. Dieser Prozess beschädigt das Gehirn. Also nicht in diesem Ausmaß von Dual Phage Omega, aber der Wirt wird mentale Blackouts erleiden und es ist zu erwarten, dass sie halt öfter mal auftreten und dann ist das halt auch wirklich mal auf den ganzen Tag bezogen und sowas. Es ist ziemlich schwer oder hart, aber der Wirt wird halt Dual Phage Alpha überleben. Das kann man aber so nicht akzeptieren. Ich finde, dass ich werde Layla dafür sorgen lassen, dass sie halt Experimente an den Kindern auf dieser Schule da halt durchführt und so weiter und so fort. Und wenn einmal die Dual Phage initiiert ist in den Körper und das Gehirn und dieser Gehirntransfer komplett ist, kann man nicht wieder zurückkehren. Okay. Moment. Wie viel haben wir davon? Wir haben 4. Cool. Wir können das machen. Lass mal die Alpha machen. Wir haben ja 4. Das nehmen wir. Ja, wenn wir jetzt Eva begegnen, sollen wir den A-Button drücken,
um mir die Dual Phage Alpha zu initiieren. Wenn wir jetzt verkacken, dann werden wir halt Damage nehmen. Und wenn wir Damage nehmen, sind wir tot. Um das einfach mal ganz klar und deutlich zu sagen. Müssen wir denn hier hin? Ist sie hier? Sie ist nicht hier. Ja, das ist natürlich. Das ist jetzt nicht so cool. Weil wenn wir ihr begegnen, und bei meinem Glück werden wir verkacken, ich kann mich nicht bewegen. Eva. Nee, das ist Laila, oder? Oder was auch immer von ihr übrig ist. Na gut, lass uns das beenden. Ich werde mich erschrecken. Und ich werde das voll verkacken. Da ist sie. Wir waren zu langsam. Waren wir gar nicht. Oh, cool. Eva. Eva, lass uns gehen. Es tut mir leid. Hattest du wieder ein Blackout? Ich werde dir auch keine Last sein, oder? Hey, red doch nicht so. Ich hab's dir schon erzählt, oder? Ich werde dich nicht wieder verlassen. Egal, was es kostet, ich helfe dir, dass du wieder auf eigenen Füßen stehen kannst. Also lass uns nach Hause gehen, okay? Ich dachte, wir hätten verkackt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war Psychostasis oder Psychostasis. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ja gerne selbst ausprobieren, das Spiel. Ich werde es wie immer unten verlinken. Und dann könnt ihr einfach mal herausfinden, wie das Ganze endet, wenn man halt die Dual Phage Omega herstellt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns dann in einem anderen Projekt wieder. Ich habe da schon einige Ideen, was als nächstes so kommen könnte und sowas. Sind auf jeden Fall, kann man sagen, RPG, Make-a-Horror-Game, Meisterwerke dabei, die man einfach sehen muss. Die kennt man auch, die sind einfach super. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns irgendwann wieder. Bis dahin. Ciao.